zur Folge Nummer 3 begrüße ich meine Zuschauer. Und zwar geht es um Factorio Level 3, Tutorial fast sozusagen, ne? Ja. Welselfen können Ziegel aus Stein und Stahl aus Eisenplatten erzeugen. Stahl muss erforscht werden. Ziegel aus Stein und Stahl aus Eisenplatten erzeugen. Interessant, ich wusste gar nicht, dass das Ziegel gibt. Aber naja. Stahlträger. Gut, weiter. Aber hier kann man ganz viele Tipps machen. Ich mache das Tipps und Tricks nicht mehr anzeigen. Ich weiß gar nicht, ich habe einen Crash gehabt von meinem alten System, beziehungsweise habe mich da selber ausgesperrt und... Ah, schließen vielleicht, ne? Okay, jetzt haben wir es. So. Gut, wie wir sehen, könnte die Ausrüstung von unserem abgestürzten Raumschiff wirklich gebrauchen. Ja, dann müssen wir das Raumschiff wohl suchen, ne? Kann das sein? Ah, wir müssen das aber erst lokalisieren. Dafür brauchen wir ein Radar. Ja, Testaufbau ist fast fertig. Brauchen nur noch etwas Wasser vom See. Gut. Ah, Nutzwasserpumpe. Ja, dann wollen wir mal gucken. Nutzwasserpumpe. Oh, ist sie das? Ne, das ist die Dampfmaschine. Feuer der Dampfkessel. Wie sieht denn hier nach einer Pumpe aus, ha? Nutzwasserpumpe, da ist sie doch. Und ich habe alle Bauteile, oder wie sehe ich das? Müsste wohl so sein, ne? Jo, wunderbar. So, den habe ich. Und jetzt müssen wir den hier irgendwo rechts hin machen. Damit das dann dort angeschlossen ist, oder? Will er nicht. Gut, müssen wir erst lesen, ne? Und verbindet sie mit dem Dampfkessel. Ja, aber... Ein befeuerter Dampfkessel, ja. Da muss doch das Wasser durch, damit es heiß wird, würde ich sagen, oder? Oh, um das Wasser von der Unknown Key in den Name-Pump zu befeuerten Dampfkessel zu transportieren. Okay. Ich glaube, wir bauen das nochmal ab. Und setzen das ein bisschen anders, oder? Kann das sein? Irgendwie sah das jetzt nicht so prickelnd aus. Machen wir mal so. Dann brauchen wir noch ein paar Rohre. Ach, kann er nicht, ne? Nicht genug Komponenten. Ah, wo ist diese Komponente? Ach, das waren gleich schon zwei, okay. Shit. Sieht irgendwie jetzt komisch aus. Jetzt sieht es so aus, als ob das Wasser laufen könnte. Ich weiß aber nicht, ob es läuft. Unterirdisches Rohr. Mhm. Ja, super. Ich sollte Lampen bauen. Irgendwie läuft da noch kein Wasser, ne? Kann das sein? Ist das doch irgendwie falsch gelaufen? Ach, eigentlich müsste das auch davor gehen, oder? So. Das Wasser fließt nur in der Dampfmaschine. Es ist aber zu kalt, um uns da Strom auszuzeugen werden. Gut. Jetzt müssen wir das beheizen, ist klar. Nehme ich mal die. Ach, die haben wir schon im Dingens in der Hand, okay. Ja, das kann nicht gebaut werden, ne? Ja, die produziert nun Strom. 100 Grad hat sie aber nicht, es gibt mir auch klar. Ja, kann man die hintereinander schalten, ist auch klar. Oder so, parallel. Gut. Wir brauchen aber erstmal eine, ne? Ist viel wichtiger. Puh, den habe ich aber gerade noch gesehen, da. Das ist aber gemein, ha? So, das läuft erstmal. So, jetzt brauchen wir Strom. Da brauchen wir den und dafür brauchen wir Holzbohlen. Also heißt es, wir müssen erstmal wieder Holz haben. Wo ist Holz? Hier gibt's Bäume.
Bauen wir mal zwei ab erstmal. Wir brauchen, ach, geht schon, okay. So. Und schon läuft die Kiste, oder? Nee, das wollte ich nicht machen. Ich wollte nur dieses Fenster schließen. Und das geht jetzt nicht, oder was? Super. Eisenplatten und Kupferplatten brauche ich gut. Okay. Schön. So, das hier, was ist das denn hier? Kohle, oder? Was ist das? Module. Drei Module gibt es da. Der fördert hier auf jeden Fall Kohle. Naja, das ist erstmal gut. Hier ist Eisen, oder? Wie kriegen wir denn so einen elektrischen... Eine Lampe. Vielleicht wäre die gar nicht mal so schlecht zu bauen, aber da fehlt uns noch einiges. Wo ist denn der Kohleförderer? Eisenrüstung. Sollten wir vielleicht auch machen. Hä? Montagemaschine 1. Schmelzofen. Ach da, elektrischer Erzförderer. Eisenplatten, Eisenzahnrad, Elektronischschaltkreise. Brauchen wir dafür. Auch interessant. Ja, und dann? Eisenplatten brauchen wir da. Schmelzofen. Gut. Das würde bedeuten, ich muss erstmal so machen, ne? Na komm schon. Also. So, jetzt geht doch was. Oh, ich muss mir mal gerade. Oh, das sind zwei. Also da müssen wir uns wohl ein bisschen beeilen, ne? Dass das klappt hier. Das ist ja echt krass, oder? So. Sollen wir mal am Schmelzofen gucken. Das ist der befeuerte Dampfkessel. Da unten ist der Schmelzofen. Fünfmal Stein. Gut. Dann gucken wir, wo wir Stein haben. Wird ja wohl auch irgendwo hier sein, ne? Ist das auch Stein hier? Geht nicht. Wo haben wir hier Steine? Kupfer? Da ist irgendwas anderes. Eisenerz. Ich sehe keinen Stein. Das kann man hier bauen, ne? Das ist ein Steinfelsen. Den kann ich aber nicht abbauen. Will er auf jeden Fall nicht machen, sagen wir es mal so. Tja, hier Stein. So. Dann haben wir die Steine. Jetzt wollen wir einen Schmelzofen. Den baue ich mal hier hin, oder? Habe ich da schon welche gehabt? Wahrscheinlich, ne? Auch gut, oder? Weg damit. Das ist auch eine doofe Stelle gewesen. Ich denke mal dahin. So. So muss er. Und dann hätte ich gern das Eisen. Habe ich das nicht? Da ist es. So, jetzt schmelzen wir schon mal Eisen.
Gut, vielleicht baue ich den dann dahin. Und daneben muss ich noch eine Kiste haben, ne? Ach, der ist elektrisch, okay. Aber ist nicht schlimm, dann kann ich erst die Kiste bauen. Die kommt dann dahin. So, jetzt brauchen wir noch so einen Strommasten. Den gibt's hier. So, der geht jetzt auch. So, damit wäre unsere Eisenblattproduktion schon mal vorangeschritten. Ja, wir müssen Maschinengewehr bauen. Toll. Das machen wir mal gerade eben so, ne? Gut. Eisenplatten. Haben wir jetzt. Ja, wir wollen. Ah, da haben wir noch welche liegen hier, Mann. Gut. Habe ich auch gar nicht drauf geachtet, ne? Mache ich dahin. Bin aber, glaube ich, zu weit weg, dass ich das machen kann. Mich jetzt erschrocken mit den Wolken, die da fließen. Ich hatte jetzt echt gerade gedacht, wer weiß, was das ist. Gut. Der Strom kommt schon weiter voran. Das ist ein Knickarmroboter. Den wir so rum dahin bauen dann. Ach so, warte mal. Ne, der ist da an der falschen Stelle. Da muss ein Förderband hin. Da hat es jetzt gerade gut geklappt mit dem. Bisschen näher ran, ne? Ach ne. Jetzt sag nicht, das geht nicht. Super. Oder nur Reichweite war es, ne, oder? Genau so ist es, passt. So, jetzt brauchen wir da noch Strom. Habe ich noch einen Mast? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich muss noch einen bauen. Passt, jetzt läuft er. So, und wenn mich das jetzt nicht täuscht, müsste der jetzt hier automatisch befüllt werden. Ja, passt. Das heißt, hier kommen jetzt automatisch Eisenplatten rein. Erste Kette steht. Gehen wir gerade an die Kiste und holen mal gerade hier was raus. Das da rein. Und das da rein. Wunderbar, läuft. So, jetzt brauche ich noch das Kupfer. Ja, das sollten wir vielleicht von hier aus machen. Den elektrischen Förderer dahin. Und da kommen immer mehr. Schwede, das sind jetzt schon ganz schön viele, ne? Und meine Gesundheit ist gerade am Ende, wie ich sehe. Ja, da müssen wir gucken. Regenerieren tut sich das ja. Fließband. Einmal drehen. Wenn wir näher rankommen wieder. So, das hat schon mal geklappt. Und
Der braucht Strom. Wir müssen das hier machen. Wieso geht das jetzt nicht? Doch, geht. So, Produktion läuft auch dahingehend. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie unser ein Maschinengewehr hinkriegen. Wie finden wir das denn hier? Da ist es. Eisenplatten, Eisenzahnrad. Kupferplatten haben wir schon. Da. So, jetzt wird die MG produziert. Und sollte jetzt fertig sein, oder? Tab. Die Waffe muss geladen sein, das heißt, ich muss jetzt auch noch Munition machen. Ist das denn die gleiche Munition wie da? Sieht wohl so aus. Gut. Das sollte jetzt funktionieren. So. Dann wollte ich jetzt als nächstes einen Scheinwerfer haben. Da. 0,2 bauen steht da. So. So, die zwei Scheinwerfer habe ich schon mal. Einen MG-Turm brauchen wir dann. Auch schön. Volle Erzförderung. Okay. Noch mehr. Ich glaube, ich zoome mal ein bisschen nach raus, dann sehe ich die ein bisschen eher. Obwohl das andere dann schwieriger wäre, das zu sehen. Wo ist denn der MG-Turm? Da ist er. Eisenplatten, Kupferplatten, Eisenzahnrad, okay. Das finden wir alles da unten in der Kiste wahrscheinlich. Der macht das nicht einfach aus dem Grunde, weil wir hier Eisen drin haben, ne? Gehen wir da mal Kupfer rein. Okay, ich krieg das Kupfer da jetzt nicht weg. Das ist aber da drin, sehe ich gerade. So, jetzt nochmal auf ein neues. So, jetzt geht's los. So, Eisenplatten haben wir, Kupferplatten haben wir. Oder Kupferplatten laufen jetzt gerade, ne? Kriegt ihr denn auch die Kupfergeschichte da rein dann? Sieht gerade nicht so aus, ne? Wir werden sehen. Gut, soweit passt's erstmal. So, und ich würde jetzt mal sagen, hier an dieser Stelle machen wir eine Pause, unterbrechen diese Folge, beziehungsweise diesen Level, Level 3, und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!